Tage dampft die Rudolf Leonhard, ein Rostocker Fang- und Verarbeitungsschiff, zum Fangplatz. 1000 Seemeilen nach Süden, mehr als 200 Seemeilen von der Küste Argentiniens entfernt. Dort fangen schon Schiffsbesatzungen aus aller Welt. Und es wird in den nächsten Wochen keinen Tag geben, an dem der Horizont frei verschütten bleibt. Das ist eine der beiden Matrosenwachen der Rudolf Leonhard. 6 Vollmatrosen und ein Lehrling, 7 Männer der 90-köpfigen Schiffsbesatzung. Ein ausgiebiger Urlaub liegt hinter ihnen, vor ihnen liegen 100 Tage Fangzeit. Zum ersten Mal auf dieser Reise lassen Sie das Schleppnetz ins Wasser. Der mit dem blonden Schnauzer, das ist Ihr Bestmann, seit seiner Schulzeit nennen sich alle nur Othello. Kein Ort der Einsamkeit. Während der Hochsaison sind in diesem Fanggebiet mitunter 300 Schiffe versammelt. Sowjetische und polnische, spanische und japanische. Auch 11 Schiffe aus der DDR. Nach 5 Schleppstunden der erste Hohl. Alle hoffen auf einen vollen Beutel. Was Sie heute fangen, ist für viele von Ihnen neu. Kalmar, eine Tintenfischart. Der Feinschmecker der ganzen Welt, eine Delikatesse.